lustig da. Dankeschön. Gut. Ich sag früher auch. Das ist gar nicht gesehen. Mega unvorstellbar, dass da 12.000 Leute Platz hatten früher. Wie früher? Danke. Hey. Schau mal, so ein Christbaum. Ja, der ist immer um die Weihnachtszeit. Ja. Schon so früh. Ich hoffe, mit den Kollegen und auch ein bisschen. Hey. Das ist nicht schön. Die kleinen Köhne, die es dort hat. Ja. Habe ich dann noch. Also, Herrgott, da hat doch da. Das ist ein ja, ja. Das da, weiß ich. Nein, ich lege zu. Eben, da habe ich eben wollen zeigen, dass der Goalie. Das ist der Beck, da ist gesichert. Ja, dass der Goalie keinen Schutz hatte. Der hat keinen Gesichtsschutz gehabt. Der Goalie, der jahrelang mit mir gespielt hat, der hat über 30 schwere Gesichts- und Kopfverletzungen gehabt und hat wegen dem eigentlich dann müssen aufhören. Wenn heutzutage ein Goalie so eine Bewegung würde machen, dann würde es nicht mehr. Nein. Ja. Das ist der Meister, der ja, am meisten geworden sind. Das ist eben die Tribüne da. Ja. Drei Eis haben wir gehabt. Er hat dort ein Goal geschossen. Nein, ich habe jetzt das Goal geschossen, aber ich habe das zweite Goal geschossen. Aber ein einzelner Heftli steht, ich habe das letzte, das dritte geschossen. Das ja, wäre das letzte auf dem Dolder gewesen. Stimmt aber nicht. Ich habe das zweite geschossen. Eben, das hat eine Zeitung hat da den beruflichen Alltag der Meisterspieler dargestellt. Mit einer Foto und mit einer Beschreibung, was sie gemacht haben. Ja. Gerade wo die Meister geworden sind. Da ist er, ja. Da. Das bin ich als Student. Weißt du, die Tönke-Zeitung hat da einen ganzen. Das habe ich gesehen. Das ist geil. Das ist ein rassiges Bild von dir. Ja, ja. Da unten. Ah, das hängt im Fall auch bei uns in der Garderobe. Das hängt so viel mit dem Dolder zusammen. Aber ja, Spitze ist doch schon der Meisterschaftstag. Umso mehr, es war der letzte Match da oben im Dolder. Nachher sind wir ja ins Hallenstadion gezügelt. Pech hatte ich gegen den Schlussherren. Irgendwie bei einem Sturz bin ich von einem Stock getroffen worden und habe da, einen Schlag bekommen, oben am Auge. Und das Blut ist runtergelaufen. Und nach dem Match haben sie mich dann im Kantonsspital da und ist genäht worden. Aber wo es da oben immer noch ein bisschen gefestet hat, bin ich rechtzeitig zurück gewesen. Das ist schon speziell, ja. Und klar bin ich auch stolz auf meinen Grossvater, dass er so erfolgreich konnte spielen und nebenbei noch so einen Fulltime-Job zu haben eigentlich. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ja, logisch. Und es ist etwas Schönes, dass wir so viele so eine hockeyträchtige Familie sind. Mein Vater hat ja gespielt, mein Grossvater natürlich. Und hat mich früh auch mitgenommen, schon ein bisschen, zum Beispiel auf den Dolder, um einfach ein als Familie ein bisschen rumfahren. Und da habe ich es auch im Fernsehen gesehen und dann haben sie mir wieder erzählt. Und ich habe das Stück gesehen und ich wollte unbedingt anfangen. Das hat mir so irgendwie den Kick gegeben. Ja. Sie haben mich überall gesehen. Hinfahren und all die Turniere am Morgen um 5 Uhr, morgen um 6 Uhr schon aufstehen. Das verlangt schon viel von der Familie. Und mein Bruder war auch immer die ganze Zeit dabei gewesen und der schaut jetzt gerne zu, spielt aber selber nicht. Ja, von dem her ist schon ein grosser Punkt. Mein Grossvater natürlich. Für mich ist er ein sehr weiser, sehr lieber Mensch. Und wo ich immer wieder sehr gerne zuhöre, auch seine Geschichte auch vom Krieg zum Beispiel, nicht nur vom Hockey. Und seine Meinung ist mir schon auch wichtig. Ja. Also gerade bei so Familienanlässen wie am Weihnachtsessen rede ich gerne mit ihm und geniesse seine Gegenwart. Und ja, es ist sicher ein wichtiger Mensch. Leider sehe ich ihn nicht so viel, weil wir halt beide, ich halt mein Zeug und er sein Zeug, aber ja. Ich genieße es jedes Mal, wenn ich mit ihm bin. Schau,
Dusche ist, dann... Und die kleine Göhle, die es dort hat. Ja. Ja. Alles neu für mich. Hat es früher nicht gegeben? Ja. Aber eben, ich habe auch nicht so viel gespielt. Ja, das ist immer so, erst mit 12 Jahren. Ja, ja. 14. Ja, erst, wo es da eine Schülermeisterschaft gegeben hat. Vorher hast du nicht dürfen. Die Schülermeisterschaft war ja noch wichtig, ja. Und das hat es dann plötzlich da in Dolder oben hat's das auch gegeben. Der damalige Direktor, der hat dann die Idee gehabt, könnte Schülermeisterschaft könnte er da durchführen. Und hat das ausgeschrieben und ist auf grosses Interesse gestoßen. Und da habe ich mich natürlich auch angemeldet. Das sind dann meistens Schulhausmannschaften gewesen, oder die sich sonst gekannt haben vom Eishockey, wo man da oben gespielt hat, haben wir Mannschaften gebildet. Und da sind natürlich an die Beobachter von den Clubs sind da schauen, ob da irgendjemand könnte sein, wo würdig wäre, in, ja, in einen Club zu kommen. Und dann bin ich vom ZSC angefragt worden und gesagt, du wärst einer, komm doch zu uns. Und dann bin ich in eine untere Mannschaft B. Ich weiß nicht, es war eine B-Mannschaft oder eine C-Mannschaft, die ZSC hatte. Bin ich zu denen gekommen, mit denen anfangen zu spielen. Training, das war natürlich ein Kapitel für sich, weil Dolder ist ja eigentlich gebaut worden für öffentlichen Eislauf und ist sehr stark ist der benutzt worden und man konnte eigentlich nur trainieren, wenn weniger Eislauf war, das heisst am Abend. In der Regel haben wir so ja, halb neun ungefähr haben wir können aufs Eis kommen. Wir haben da können unser Training machen. Wenn wir zwei Stunden lang da waren, sind halb elf, ist das geworden, bis wir umgezogen waren. Und dann sind wir mit unseren Köfferli. Wir haben dort, mindestens am Anfang, haben wir unsere Ausrüstung mit dem Köfferli gehabt und sind dann noch bis ans Tram gelaufen. Und bis wir daheim waren, war es manchmal zwölf. Typisch, wenn man früher Open Air musste spielen, bevor man in die Halle gegangen ist. Und da noch kombinieren auf dem Eis, das war ausgeschlossen. Ja. Der andere Fall war gegen den Frühling, also im März, wenn es ein warmer Märztag war, Sonntag war und man hatte da oben einen Match gehabt. Da hat es gegeben, dass Eis zu weich war am 3, wo wir den Match jetzt anfangen. Da hat man einfach müssen warten, bis es genügend hart war. Es hat bis zu anderthalb Stunden gedauert haben, damals. Und Tausende von Zuschauern, die sind da gewesen, die haben gewartet, ohne zu reklamieren. Gut, man hat schon ein bisschen Musik geboten, wo sie ein bisschen mitsingen konnten. Aber ich staune immer noch, wie die Zuschauer, wie die gewartet haben, bis der Match endlich anfangen konnte. Der wertvollste Preis, ja gut, das ist noch der Ring, wo man in der Meisterschaft mit dem ZSC-Signet drauf. Das ist schon das Wertvollste. Was aber nicht so direkt materiell ist, das sind die Reisen, die man können machen. Nach dem Krieg hat man ja eigentlich nicht gross können reisen, aber die Sportler haben können. Das war der erste Spengler nach dem Krieg gewesen. Und dort ist dann LTC Prag ist, eingeladen worden. Die sind vorher immer dabei gewesen und haben normalerweise gewonnen. Und wo sie dann wieder da in der Schweiz sind und wieder mitgemacht haben, haben halt wir das Abspengler gewonnen. Und das ist ein bisschen unter die Haut. Und dann haben sie einen Revanche-Match haben in Prag. Und damit wir auf Prag gekommen sind, haben sie uns eine Tante Ju, die sie zur Verfügung hatten, haben sie uns eine Tante Ju geschickt. Und man muss sich so vorstellen, die hat noch die Kriegseinrichtung gehabt. Das sind Bänke. Wo man sitzt, die sind der Wand, der Flugzeugwand entlang gewesen. Wir sind also nebeneinander und nicht hintereinander sind wir gesessen. Und insbesondere beim Böhmerwald hat das geschüttelt, das Flugzeug. Und uns ist halb schlecht. Auf dem Heimweg war es noch schlimmer gewesen. Dort war der meiste richtig gern schlecht. Da sind wir froh, als wir wieder in Dübendorf, Kloten hat noch nicht existiert, wo wir wieder in Dübendorf waren.
Ja, das macht mich sehr, sehr stolz. Wird auch überall angefragt und möchte gerne wissen, was er macht, wie es ihm geht. Er wird von Drittleuten fragen mich, wo das wissen, fragen, wie geht es, was macht er. Und ich erzähle immer sehr gerne, erzählen, was ich weiß. Letztes Jahr, als ich mein erstes Goal im Hallenstadion geschossen habe, und das war zufälligerweise genau dann, als er schauen kam, also am Oldies Day. Und dann ist er aufs Eis gekommen und hat den Preis überreicht und ich bin ausgezeichnet worden als cooler Scorer, glaube ich. Oder Best Player, das weiß ich nicht mehr. Und dann konnte ich führen gehen und ja, er hat mir den Preis überreicht. Das war sicher speziell gewesen. Ich kann ihm nicht mehr viel weitergeben. Denn, es ist so, durch das, dass er Profi ist, ist er viel besser, als ich je war. Auch wenn ich in der Nationalmannschaft war. Die Schnelligkeit und die Technik, die ist bei weitem nicht so wie die er hat.